herzlich willkommen im RLB Lotusblüte TV. Mein Name ist Rena Hofmann und ich freue mich sehr, euch heute wieder ein bezauberndes Buch vorzustellen. Diesmal ist es von der Autorin Brigitte Mertens und das Buch trägt den Titel Filius schafft das mit Illustrationen von Mahantra Uwe Schmidt, erschienen im Verus Verlag. Filius ist sehr aufgeregt. Er teilt seinem Freund mit, dass sein Großvater heute aus Australien nach Hause zurückkommt. Mit Filius freuen sich auch die Kinder der Klasse 3a. Alle wissen, Filius Opa lädt sie zu jeder Jahreszeit in die Sternwarte ein. Aber Ricky verdirbt ihnen die gute Laune. Als er von oben herab mitteilt, er hätte im Radio gehört, ein Flugzeug sei verschwunden, bekommt Filius Luftnot. Denn er glaubt, dass sein Opa entführt worden ist. Zu Hause erfährt er von seinem Vater, dass der Großvater erst in 4 Tagen kommt. Wo ist Opa? Wollte Ricky sich nur wichtig machen oder hat er etwa doch recht? Ich komme nun zur Vita der Autorin Brigitte Mertens. Die Autorin wurde 1940 in Eberswalde geboren. Die Schulzeit verbrachte sie jedoch in Polen. Dort hat sie das Lyzeum zur Erzieherin erfolgreich abgeschlossen und 1 Jahr in einem Kindergarten gearbeitet. 1958 übersiedelte sie mit den Eltern in die Bundesrepublik. 30 Jahre hat sie im Kindergarten gearbeitet. Davon fast 25 Jahre als Leiterin. Im Jahre 2000 ging sie in Ruhestand. Sie wohnt in Herzogenrath bei Aachen. Weitere Publikationen: Igel Mumms Reise nach Bethlehem. Sel will Zauberin werden. Gespenster, Gespenster. Auf Schatzsuche. Afrikanische Märchen. Und nun komme ich zur Vita des Illustratoren Mahantra Uwe Schmidt. Zeichnen, Musik und Malen gehörten schon von früher Kindheit an zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. In meinen Bildern spiegeln sich Harmonie, Klarheit und Entspannung. Jede Farbe spricht bestimmte Energiezentren des Betrachters an, was balsam und heilend für die Seele sein kann. Meine Motive für die Malerei finde ich überall. Es sind heilende Seelenbilder, die tief berühren. Meine Illustrationen und Projektbilder sind mit einem tiefen Herzensbewusstsein gemalt. Meine heutige neue Berufung ist es, als medialer Lebens- und Unternehmensberater, Geistheiler, heilende Hände zu wirken. Zusätzlich male ich energetische Projektbilder für Unternehmen und Menschen.
Ich berate lösungsorientiert mit einer von mir entwickelten speziellen Transformationsarbeit. Ich male Märchenbilder zu Firmenprodukten, zu Kinderbüchern, für Autoren, Firmenlogos und so weiter. Bücher mit Mahantra. Das Märchenbuch Wünsch dich ins Märchenwunderland bei www.papierfresserchen.de. Buchpate ist die Familie Felder von Firma Memon Bionic Instruments GmbH aus Rosenheim. Das Buch Der weise Pfad des friedvollen Samurai und das Kartenset Die Karten der Magie von Mahantra bei www.verosverlag.de. Eine kleine Geschichte für unseren Buchpaten Memon. Es wurde Licht. Wie alles begann. Mein Großvater erzählte oft von seinen vielen Erlebnissen, seinen Reisen oder Geschichten aus der Vergangenheit, von bekannten Erfindern und Abenteurern. Und so erfuhr ich von meinem Großvater von der Erfindung der Glühbirne. Es war spannend an dem Abend, denn wir waren zum ersten Mal mit Kerzenschein in der Sternwarte. Ich war stolz auf mich, denn Großvater sagte: Hier, Filius, zünde du die Kerze an. Ich setzte mich neben die Kerze, die mir in der kühlen Sternwarte Wärme und natürliche Geborgenheit schenkte. Wir warteten, bis sich der Nachthimmel verdunkelte und die Sterne funkelnd erstrahlten. Heute Abend gibt es im Universum etwas Besonderes zu sehen, sagte mein Großvater. Er wollte mir heute sein Geheimnis zeigen. Ich war sehr aufgeregt und konnte es kaum erwarten. Wir warteten, bis es so richtig dunkel wurde. In der Zwischenzeit erzählte er mir von dem Erfinder der Glühbirne. Ich hörte aufmerksam und gespannt zu. Die Glühbirne ist in unserer heutigen Zeit ein alter Wegbegleiter moderner elektrischer Beleuchtung. Heute ist für uns ein Leben ohne das künstliche Licht kaum vorstellbar. Früher waren Kerzen und später Glühbirnen die einzigen Lichtquellen in unseren Wohnungen. Sie leuchteten warm und mit einem angenehmen Schein. Heutzutage benutzen wir mittlerweile hochkomplexe Leuchtmittel wie LED oder andere hochentwickelte Lichtkörper. Diese sind sehr kühl und spannungsgeladen, wenn sie durch den Raum strahlen. Das blaue Licht von LED-Lampen könnte auf Dauer schädlich für die Augen sein. Das zeigte eine Studie des französischen Instituts für Gesundheit und Medizinforschung. Mit dieser Geschichte wollen wir den Kindern, die dieses Buch im 21. Jahrhundert lesen, erzählen, dass sich mit Mut, Tatkraft und Ausdauer Visionen erfüllen können.
Die Vision aller Menschen auf Erden sollte sein, dass wir unseren wunderschönen blauen Planeten Erde, alle Menschen, Tiere, Natur und Naturwesen heilen werden. Wie alles begann. Wir sollten uns immer daran erinnern, wer wir sind und wo wir herkommen. Dass wir aus dem göttlichen Licht erschienen sind. Das Paradies ist unsere Mutter Erde, die wir achtsam schützen und lieben sollten. Wie unser eigenes Kind. Da hat Gier und Macht keinen Platz. In Liebe von Herzen, Mahantra Uwe Schmidt. Vielen Dank an die Familie Felder, Memon Bionic Instruments, für die Buchpatenschaft von Filius schafft das. Das war ein kleiner Einblick in ein wirklich zauberhaftes Buch. Ich habe es gelesen und auch ich wünsche euch ganz viel Freude beim Lesen. Es ist das Buch der Autorin Brigitte Mertens, Filius schafft das, mit Illustrationen von Mahantra Uwe Schmidt. Erschienen im Verus Verlag. Und nun verabschiede ich mich wieder aus dem RLB Lotusblüte TV.